Hallo meine lieben Freunde, ich wollte euch nur mal berichten von unserem Gartenmalheur, was passiert ist. Leider hat sich wieder mal seit Monaten nichts getan. Das heißt immer nur Samstag. Deswegen will ich jetzt mal ein kleines Video drehen darüber, oder habe ich schon zurecht geschnitten und deswegen könnt ihr das jetzt mal angucken. Sehr gut, alle meine Büsche kaputt gemacht, alle Erdbeeren kaputt gemacht. Treppe kaputt gemacht. Frag mich, wieso ein Schwachsinn halten soll. Es wird niemals halten. Wenn es nach mir gehen würde, würde hier richtig Ärger kriegen. Jeder, der sitzen können, der hätte tot sein können. Wer da oben so einen Stein abkriegt, der ist tot. Ob das alles so rechtens ist, was hier gebaut wird, das ist eine andere Frage. Bin ich mir nicht so sicher. Buddelt hier wie ein Weltmeister rum. Die Steine hier, die haben sie einfach alle hier in den Garten gestellt. Ganzen Rasen, alles kaputt gemacht. Da, dasselbe wird bei Annette auch passieren. Wird die ganze Scheiße auch einfach in den Garten reinkrachen. Da werde ich auch nochmal Bescheid sagen. Und meine schönen Buchsbäume. Haben sie alle kaputt gemacht? Sind scheißegal gewesen. Scheißegal sind das. Sind alles scheißegal. Okay, Ende. So, jetzt haben sie da 10 Schack Beton und Zement hingeschüttet. Bisschen Wasser drauf und jetzt legen sie die Steine dahin. Die ganze Scheiße stürzt genauso wieder ein wie vorher. Da siehst du immer, dass einer hier von dem anderen keine Ahnung hat und keiner hat einen Plan. Und davon ganz viel. So, da sind die Facharbeiter wieder am Arbeiten. Die ganze Scheiße, die umgefallen ist, baut er genauso wieder auf. Genauso. Wie das erste Mal umgefallen ist, baut er sie wieder auf. Und hat er jetzt Beton reingefüllt, aber da hinten hat er wieder gar nichts gemacht. Die zwei wissen überhaupt nicht, was sie machen. Stehen da nur und gucken sich an und haben gar keinen Plan, was sie überhaupt machen. So stehen die ganze Zeit da. Jo, was soll ich tun, Junge? Keine Ahnung, hör mal, machen wir jetzt mal eine Pause. Hä? Ich habe sowieso keine Ahnung, was ich machen soll und verstehen tue ich auch nichts, aber ist egal. Unglaublich. Nur zum Festhalten. Die haben gar keine Ahnung, was sie überhaupt machen. Unglaublich. Das Ding fällt genauso wieder zusammen, wie es beim ersten Mal zusammengestürzt ist. Unglaublich. Ist einfach nur lächerlich. Naja, ich will mich nicht aufregen darüber. Könnte ich aber. Jetzt weiter hier. Schlagen sollten das wieder alles gerade mit dem Hammer. Oh Gott. Junge, also gut gemacht, alles super gerade. Hey,
Halte fest, bevor sie umfällt. Genau, halte fest. Ich mache mich jetzt nur noch lustig darüber. Kann man nichts anderes machen. Super gemacht, Junge. Spitze. Ja, mit dem Hammer, also ein bisschen da unten. Das bringt. Geht's weiter? Jetzt benutzen sie meinen Zaun, ja, diesen Pfosten, um ihre Scheiße zu tragen. Da haben sie 5 Schippen und was weiß ich was noch alle. Nee, da müssen sie den Pfosten nehmen. Ja, prima. Sind einfach nur Trottel einfach. Gut, dass da nachher kein Ton mehr bei ist. Das ist einfach. Ah. Unglaublich. Der da oben, der baggert und baggert und baggert und baggert und baggert. Morgen früh so um 6:30 geht's los, bis was weiß ich war, nachts um, keine Ahnung. Keiner einen Helm auf, keiner gar nichts. Arbeitsschutz interessiert hier überhaupt niemanden. Es ist einfach nur lächerlich. Und das wird einfach alles so genehmigt und darf einfach so gemacht werden. Das ist einfach nur lächerlich. Und da muss man ruhig bleiben und darf nichts sagen, Alter. Ist einfach nur lächerlich. Aber ich, ist doch alles jetzt hier und alle können sehen, was er für ein Trottel ist und für Trottel beschäftigt. Ihr guckt dir das an, da hinten die Mauer. Das ist einfach nur zum Trottler. So, jetzt nochmal ein Update von unseren Freiluftkünstlern da. Wie ihr sehen könnt, seht ihr die Mauer. Schon wieder 1A spitzenmäßig aus. Also wenn die Häuser bauen würden, die würden wieder einstürzen. Wenn sie mir glauben. Unfassbar. Ich glaub's einfach. Nee, nee, nee. So, mein kleines Update. Gestern ist dann was wieder alles zusammengestürzt hier. Diesmal richtig übel. Ich komme als nächstes runter da. Oh. Stürzt. Okay.